Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, ja, jetzt gibt es eigentlich mal Folgendes zu sagen in meiner Hauptstadt. Und zwar, warte mal, die Katze. Katze ist im Weg. So. genau, ich habe jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe die Steuern erhöht auf Gewerbe und gesenkt auf Einwohner. Und damit die jetzt gleich sind. Und was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe alle möglichen Sachen versucht. Wirklich. Ich habe versucht mit Parks, mit verschiedenen Parks, das Problem mit dem Landwirt in den Griff zu kriegen, beziehungsweise mit der schwindenden Bevölkerung. Und ich habe das noch Folgendes gemacht. Ich habe alle Gebäude, die grau geworden sind von den Reichen, habe ich abgerissen. Und durch normale, mittlere und ärmere Bevölkerungsschichten ersetzen lassen. Und ihr seht, das Finanzproblem ist auch gelöst. Das liegt einfach daran, weil ich hier die Bildung runtergesetzt habe. Ne, ihr seht, die Bildung ist runtergesetzt. Könnte man eigentlich auch mal ein bisschen wieder so machen, genau. Und ich habe das Spiel ein paar Jahre verstrichen lassen. Und was ich noch gemacht habe, ist hier, also ich habe einiges gemacht, offline tatsächlich. Ich habe hier die Bereiche nochmal angepasst, damit hier keine Gebirge entstehen durch unsere Autobahnbrücken. Sind jetzt hier oben natürlich ja ein paar schicke Brücken weg, dafür Standardbrücken. Aber besser als nix, sag ich einfach mal. Ne? Hier unten sind es noch schicke Brücken. Von daher passt das schon. Und. Ja, ich habe alles versucht, wie gesagt, Bäumetrick, alles angewandt und ihr seht's. Das Problem mit den reichen Leuten in dieser Stadt bei SimCity 4, Freunde, ist tatsächlich der Landwirt. Schaut euch diesen Landwirt an. Sehr niedrig und deswegen ziehen reiche Leute nicht gerne zu, beziehungsweise ziehen zu und dann direkt wieder raus. Ja, da habe ich ungelogen. Habe ich da 2 Stunden dran gehangen, um herauszufinden, woran es mit dem Landwirt hapert. Um dann halt mal online zu gehen und zu gucken. Wo ist das hier? Genau. Zu gucken, woran es liegt. Und da bin ich auf eine interessante Sache gestoßen. Und zwar gibt es hier in unserer Stadt ein Gebäude, was einen Bug verursacht, dass überall die Bildung Schulniveau gering ist. Na, ihr seht's hier. Wartet mal, haben wir hier noch. Hier. Schulniveau gering. Schulniveau gering. Egal wie viele Schulen wir haben, Schulniveau gering. Es liegt an diesem Opernhaus. Freunde, das ist ein Bug in dem Spiel tatsächlich, dass dieses Opernhaus verursacht, dass das Bildungsniveau sinkt. Und ihr werdet jetzt gleich einen Effekt sehen, der wird sich sehen lassen. Luftverschmutzung haben wir ja auch beim letzten Mal schon runtergeregelt. So, Freunde, genau, wo ist hier Landwirt? Genau, da, Landwirt. Ihr werdet jetzt gleich einen Effekt sehen. Haltet euch fest, der wird einfach krass werden. So, wir reißen dieses Opernhaus ab und spulen mal vor und schaut euch den Landwirt an. Ja, Moment. Da, zack. Seht ihr das? Der Landwirt ist komplett grün. Leute ziehen zu. Es ist so bescheuert. Wie soll man auf sowas kommen, bitteschön? Die Leute ziehen zu. Ihr seht es hier unten. Wir haben 1,4 Millionen Einwohner. Und unsere Finanzen sollten sich eigentlich auch jetzt wieder ja, einpendeln, sage ich mal. Schaut euch das mal an. Die bauen überall Gebäude. Jetzt kommen überall die reichen Leute nach. Ja, Freunde. Das war das ganze Geheimnis. Dieses blöde Opernhaus hat uns ungelogen so viele Probleme bereitet. Was ist das da eigentlich für ein. Ah ja, okay. Hat uns so viele Probleme bereitet. Und ich warte jetzt einfach mal ab, bis sie alle Gebäude hier gebaut haben. Dann schaut euch das mal an. Überall kommen jetzt die Reichen dazu. Weil unser Bildungssystem ist gut gewesen. Das Bildungssystem ist und bleibt einfach gut. So. Und ja, ihr seht's, es kommen 1000 Gebäude nach. Und ja, die Finanzen. Gut, die Bildung, die kostet jetzt halt natürlich auch mehr, ne? Ist ja ganz klar. Aber ihr seht, die Finanzen nähern sich wieder an. Bildung kostet halt.
Deswegen würde ich jetzt noch vorschlagen, machen wir kurz die Bildung ganz hoch, auch wenn wir jetzt mittlerweile auf 90 Millionen runter sind. Aber es wird sich lohnen, liebe Freunde, weil wir können mit der Bildung auch gleich wieder runtergehen. Die Gebäude da. Ah, seht ihr, jetzt kommt nämlich wieder sowas wie Bandagenblues zustande. Weil halt die ganzen Leute jetzt wieder einziehen. Ne? Aber gut, das kann man ja relativ einfach regeln, indem wir hier den Strand mal wegmachen, würde ich sagen. Und dann hier nochmal ein Krankenhaus hinsetzen, damit die Leute schön medizinisch versorgt werden. So. Genau, wie gesagt, ich habe verschiedene Parks probiert. Ich habe Bäumetrick überall gemacht. Ich habe alles Mögliche versucht, liebe Freunde. Und nichts hat funktioniert, wirklich. Nichts hat funktioniert, bis ich das auf diesen Bug mit dem Opernhaus gestoßen bin. Oh mein Gott. Also dieses Opernhaus tatsächlich nicht bauen, liebe Freunde. Das hier bringt kulturelle Werte in das Leben der Sims. Ja, kulturelle Werte und lässt das Bildungsniveau sinken. Jetzt, weil schaut euch das an. Landwert hoch. Bildschulniveau hoch. Da seht das, ne? Und genau, wir machen gleich das Schulniveau wieder runter, weil es sehr viel kostet. Aber wie gesagt, jetzt haben wir diese Landwertprobleme nicht mehr. Ihr seht, der Landwert ist jetzt wieder rechts. Auch wenn das natürlich auf den Verkehr geht, ist klar. Aber wie gesagt, also ja, verkehrstechnisch gut. Es sieht jetzt natürlich nicht so doll aus. Ne, trotz Einbahnstraßen. Aber was will man halt in so einer Millionenstadt? Wie soll man das verhindern? Ganz einfach. Ne, und da warten wir jetzt einfach mal ab, weil mit der Bildung hier ist es ja auch so, Leute, die frisch zuziehen, ist klar, brauchen ein paar Jahre erstmal Grundschulen, dann weiterführende Schulen, dann Hochschulen, dann eine Uni. Danach brauchen sie gar keine Schulen mehr. Weil die Leute dann halt erwachsen geworden sind. Ne? Und deswegen müssten wir hier einfach tatsächlich mal ein paar Jahre abwarten. Aber es ist schon krass, oder? Mit dem Opernhaus, dass dieses Opernhaus wirklich so eine krasse, ja, was soll ich sagen? So eine krasse, einen krassen negativen Effekt hatte. Das ist wirklich, ja, schon unglaublich. Und guckt mal, hier sind die sind verlassen. Die machen wir mal weg. So. Ich würde vorschlagen, wir machen auch jetzt noch einmal den Bäumetrick hier überall hin. Tatsächlich, um noch ein paar reiche Leute hier anzulocken. Genau, Bäume, 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 Bäume. So. Weil wir haben ja alle Grundvoraussetzungen in der Stadt geschaffen, damit tatsächlich auch alle Bevölkerungsschichten ja, zufrieden sein müssten. Und von daher, ja, gucken wir mal, was sie hier unten für neue Gebäude aufbauen. Wenn sie überhaupt welche aufbauen. Ja, da oben, ne? Oder? Ah, hier oben, schaut euch das an. Da kommen sie alle. Jep, und da ist wieder ein Bandagenblues. Schon wieder hier. Ja, was machen wir mit euch? Ich würde ja gerne ein Gebäude abreißen, aber wir brauchen alle Gebäude. Ja, wobei das hier. Hier können doch. Das sind doch nur 300 Jobs. Da können wir ein Krankenhaus hin machen für euch. Ist kein Thema. Ja, Freunde. Davor war ich natürlich nicht gefeit. Dass das Spiel natürlich auch mal abstürzen kann, ne? Ja, super. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt alles nochmal nachgemacht, so wie ich es im Video auch gezeigt habe. Und wir haben hier wieder Bandage-Blues. Allerdings jetzt komplett woanders, wo. Naja, obwohl, nee, nicht wirklich. Wartet mal. Ja, wobei doch, das ist jetzt an einer anderen Stelle der Bandagenblues. Ach, verdammt! Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ohne Witz. Da stehen doch schon zwei. Das reicht nicht. Das ist krass. Sehr gut. Dann, ich hab hier oben was gesehen, wo man das hier machen kann. Ne? Genau. Dann machen wir das einfach dahin. So. Einfach für die kleinen Bürogebäude. So. Ach du Heilige, schon 4.500. Ey. Was ist mit den Leuten los, dass die immer Ärzte brauchen hier?
So, gut. Ich habe die Bilder wieder hochgeschraubt. Und dann warten wir doch einfach mal ein bisschen ab. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich habe den Bäumetrick nochmal gemacht. Sim suchen Büros. Genau. Und jawohl, dann würde ich vorschlagen, warten wir jetzt noch ein paar Minütchen ab. Und dann setzen wir endlich über. Endlich, Freunde, es ist soweit. Aber warten wir erstmal die Bildung ab, bis die sich bessert. Ist ja auch hier eigentlich, ne? Aber hier ist die Bildung ja hoch, ne? Deshalb. Der Verkehr. Ja gut, den Verkehr, da habe ich ja beim letzten Mal schon angeschaut. Verkehr ist uncool. Tatsächlich. Meine man die Zonen. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Bürger als Jobs. Deswegen müssen wir hier mit Jobs erstmal anfangen gleich. Ach ja, Freunde. Ja, und das war im Prinzip der Zauber des Ganzen. Also, immer noch? Nee, ich wollte schon sagen. Das war im Prinzip alles. Und ja, das hat dazu geführt, dass auch mein letzter Versuch in der Hauptstadt quasi ja fehlgeschlagen ist, ne? Ach, guck mal, da kommen schon wieder welche hier. Ups, ja, das ist gut, Freunde. Wir brauchen viel mittelständische Betriebe. Genau. Und gut, aber ihr seht's, ne? Alles funktioniert. Alles sauber. Alle Gebäude wirklich sauber. Und ja, da bin ich echt froh, dass ich da auf diesen Hinweis gestoßen bin. Gut, Freunde, es ist soweit. Wir setzen endlich auf die andere Flussseite über. Ah, es hat auch gar nicht lange gedauert, ne? So, ja, toll. Oder auch nicht. Der Bandagenbus im neuen Krankenhaus. Es ist wirklich krass. Ja, was machen wir da? Ich würde vorschlagen, kleine Krankenhäuser hier hin. So, dann können die mal ein bisschen die Patienten abfedern hier. Ja, 4400, das ist schon heftig. So, dann würde ich aber vorschlagen, reißen wir das ab. Und machen wir wieder ein neues dahin. So. Ja, ich meine, warum auch nicht? Oh, und das hier ist bräunlich. Warum? Gut, dann können wir das ersetzen lassen. So, was ist das hier für ein Gebäude? Sieht schick aus hier. Paloma Tower. Das hat auch irgendwas. Okay, dann machen wir die auch weg. Tatsächlich. Ihr streicht schon wieder, obwohl hier zwei Ärztepraxen sind. Ah, toll. Sonst machen wir das einfach so und was soll ich machen, leider? Muss leider so sein. Und hier können wir ja noch ein paar Parks hin machen dann. So, könnt ihr mich jetzt endlich übersetzen lassen? Das wäre sehr nett von euch. Habt das jetzt bald mal. Nochmal abreißen. Ja, das ist ein bisschen bescheuert, aber was soll man machen? Es fällt denen ein. So, gut, da kommt wieder ein neues Wohngebäude. Sehr gut. Und wir können die Bildung gleich, denke ich, mal wieder runterschrauben. Ja, ja. Passt, Freunde. Ich denke mal, wir können die Bildung ein bisschen runterschrauben. So, dann machen wir das einmal. Ja, noch mehr leider sogar. Mal gucken, ob sie das jetzt so mitmachen, die Leute. Weil du sagst, wir genau in einem minimalen Plus sind. Lehrerdrum ist Streik. Aber sie streiken noch nicht. Das ist gut. So, Freunde, jetzt aber. Wir setzen auf die andere Flussseite über. Ich würde vorschlagen, ich habe euch ja eben gesagt, wir fangen mit Jobs an hier. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich so machen werde. Hier oben könnten wir aber noch mal eine Stromleitung drüber gebrauchen, weil klar,
Drüben braucht man natürlich Strom, ne? So, können wir das mal so machen? Guck mal, das sieht geil aus mit diesen Bojen hier. So, okay. Arbeitsplätze. Ganz wichtig hier. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Streik. In der weiterführenden Schule diesmal. Das heißt, die Lehrer, die haben hier ordentlich zu tun. Das heißt, wir werden eure örtliche Finanzierung mal ein bisschen hochschrauben. So, und schon ist der Streik weg. Das ist unglaublich, echt. So, okay, dann. Jetzt aber, wirklich. Die wollen mich echt hindern, hier auf die andere Flussseite überzusetzen. Aber es wird nicht klappen. So. Natürlich hier direkt schön mit einer Bushaltestelle. Und mit einer U-Bahn-Verbindung, die wir auch direkt... Ja, genau. Die wir direkt mit der anderen Stadtseite verbinden. Zack. Es sieht interessant aus, aber es ist okay. Hauptsache, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Ah, stimmt, die brauchen noch Wasser hier, ne? Stimmt, eine Wasserverbindung brauchen die auch. Okay, dann geben wir denen eine Wasserverbindung. So. Und dann kommen jetzt hier die ersten Gebäude hin. Nehme ich mal stark an. Oder? Was macht ihr hier? Wir setzen gerade auf die andere Seite über. Oder braucht ihr hier... Ah, seht ihr. Unser erstes Gebäude auf der anderen Flussseite. Jawohl. Sehr schön, Freunde. Machen wir hier mal schön weiter. So, wunderbar. Können wir hier einen Strand theoretisch hinmachen, ne? Oder? Passt das? Leider nicht. Das ist schade. Okay, egal. Dann machen wir hier Bäume hin. So, okay. So, hier hinter schön. Ja, genau. So, dann machen wir hier auch nochmal. So, da kommen ja hier unsere ersten Jobs auf der anderen Flussseite. Hey. Ah, das macht Spaß, Freunde. Wenn das so gut funktioniert hier mit dem Übersetzen. Ah ja, wieder die Lehrer. Die. Warum? Ach so, ja, okay. So. Das heißt, eure Kapazität muss man auch mal ein bisschen erhöhen. Gut. Dann machen wir jetzt noch mal ein paar Bäumchen hier hin für euch. So. Und jawohl, dann haben wir das, Freunde. gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier mal... Ich suche Büros, ja, wie kommt ihr zur Arbeit? Ja, natürlich mit der U-Bahn, ne? Das ist ganz klar. Die fahren alle mit der U-Bahn. Und über die Brücke, okay, ja. Alles klar, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier direkt mal eine Monorail-Anbindung hin. Am besten hier so rein. Ja, dann können wir hier direkt ein Kreuz hinmachen. Monorail-Kreuz. So. Können wir nämlich da schon eine schöne Monorail-Station hinmachen. Hier vorne für euch. Und dann können wir hier rechts daneben ein paar Einrichtungen aufstellen. So Polizei, Feuerwehr, Schulen und so Geschichten. Und danach würde ich dann tatsächlich sagen, dass wir hier unser erstes Wohngebiet auf der anderen Seite machen. Jawohl. Gut, Feuerwehr brauchen wir natürlich auch, ne, ganz klar. So, die Lücke füllen wir mit Parks auf. Krankenhaus auf jeden Fall hier. So, und Schulen natürlich, aber ja... Große Grundschule und eine große, ja, Lehrpersonal. Was ist denn das? Ach, in der... Ihr seht, die Leute werden älter. Jetzt ist der große Andrang an der Hochschule. Es ist so krass, oder? Wie logisch das Ganze verbunden ist, das ist wirklich krass. Okay, aber wir brauchen hier noch eine große weiterführende Schule.
Das wird wieder sau teuer. Schon wieder. Nochmal Uni oder was? Nochmal. In der anderen städtischen Hochschule. Es ist so krass, oder? So krass wie die... Da müsste die Uni eigentlich ja jetzt auch voll sein, wenn die Leute älter werden, oder? Ja, schaut euch das an. Schaut euch das an. Also die Uni ist auch überfüllt schon. Oh mein Gott. Wir können aber auch einfach... Ja. Nee, lass das mal so. Gut, weil wir brauchen nämlich so schnell wie möglich mehr Einwohner hier. Damit wir mehr Steuerzahler haben, die Geld in die Stadtkasse bringen. So, Freunde. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir einmal hier ein 5er Wohngebiet hin. Ja, okay. Ja, sagt mal, warum stößt mir denn jetzt ständig dieses Spiel ab? Also wirklich, ey, das ist jetzt... Also dreimal, also zweimal abstürzen ist eigentlich nicht normal. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut, Freunde, ist nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich jetzt wieder alles gemacht, so wie vorher auch. Also so ähnlich. Und ihr seht gerade, die Stops hier, die entstehen gerade wieder. Und genau, dann würde ich vorschlagen... Ja, machen wir jetzt genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir lassen uns das von dem Spiel hier nicht kaputt machen. So. Gut, das heißt, wir machen hier hinten Bus- und U-Bahn-Verknüpfung. So. Und machen hier wieder ganz normale Wohngebiete hin, damit wir mehr Steuerzahler kriegen, weil ihr seht, die Kosten explodieren. Ne? Und genau, und lassen wir die jetzt mal hier so einziehen. Ganz genau. Wenn sie denn einziehen, ja, ich glaube, wir müssen noch einmal hier den Bäume-Trick drüber machen. So. Oder haben die kein Wasser? Das kann auch sein. Ja, das kann sogar sehr gut sein. Die haben kein Wasser, schaut euch das an. Deswegen ziehen sie auch nicht ein. Aber jetzt. Jetzt sollten sie eigentlich mal so langsam nachkommen. Nochmal Bäume, Bäume, Bäume. So, Freunde. Was ist denn jetzt hier? Gibt es hier keine Nachfrage oder was ist los? Doch, es gibt Nachfrage. Und die Jobs hier, die gehen ordentlich ab. Kann ich euch einfach schon mal sagen. Also die... es boomt tatsächlich. Und wir müssen, glaube ich, einfach dann einmal so machen. Genau. Genau, alles klar. Okay, Bandagen plus wieder am Start hier. Ja, den können wir einfach beheben, indem wir hier eins... nein. Leute, hört jetzt mal auf. Bringt mich voll aus dem Konzept hier. So, dann machen wir das hier einmal weg. Und stattdessen ein neues Krankenhaus für euch. So. Genau, und hier kommen die reichen Bewohner wieder, ne? Ist ja klar. So. Dann hier Bäume, 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 Bäume. Bisschen auf die Umwelt müssen wir schon noch achten. Und ja, dann wartet mal, hier ist aber schon... Machen wir es mal so, zack. So. Die Reichen, wo geht ihr arbeiten? Ihr habt ja direkt Jobs vor der Tür. Also wirklich, jetzt... genau, ja, ihr fahrt mit der Monorail hin, das ist, finde ich, gut. Pendler 0? Ach, die... Ach, okay, okay. Ja gut, nicht so schlimm. Wir können euch hier weiterhin mit Jobs versorgen. Das ist kein Problem. So. Guck mal, Luftballons. Guck mal. Wahrscheinlich, weil wir wieder was Neues eröffnet haben. So. Na gut, dann machen wir hier mal Bushaltestelle und U-Bahn-Station hin. Für die neuen Jobs. Ist ja direkt miteinander verbunden. So, wo ist jetzt hier wieder der Bandagenblues am Start? Ja, wartet mal, wir müssen die Bildung noch runter drehen. So. Hier ist der Bandagenblues. Der Bandagenblues. Geile Bezeichnung. So, ja gut. Fällt mir gerade auf, dass die hier tatsächlich meckern.
Dann machen wir das einfach so. Zack. So, Freunde. Gut. Einfach die Bewohner hier abreißen. Oh, was ist denn mit euch los? Warum? Der Pendelverkehr ist lang. Was ist denn daran lang, bitteschön? Naja, gut. Es ist halt so. Aber ist in Ordnung. Die brauchen halt wahrscheinlich noch hier so ein paar Bäume. Ja, genau. Die brauchen einfach ein paar Bäume. So wie ziemlich alles hier. Okay, Freunde. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept gefallen. Ja, bei wie vielen Minuten wir jetzt eigentlich mit dieser Folge sind? Ich glaube bei 23 oder so, ne? Aber gut, dann speichern wir einfach öfter. Ist ja nicht schlimm. Na, wir speichern dann einfach einmal öfter. Ach, wartet mal, hier können wir doch eine Einbahnstraße draus machen. Hier können wir doch eine Einbahnstraße draus machen, genau. So, dann sollte das mit dem Verkehr hier vorne ja eigentlich auch gut sein, jawohl. Warum baut ihr nichts Hohes hier? Naja, egal. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier auch nochmal Einbahnstraßen draus. So. Und dann hier unten zack und zack. Ha? Ja, doch, ist richtig. Genau, und dann machen wir hier die nächsten Jobs. Alles klar. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie es weitergeht mit unserer Hauptstadt. Und ja, das Wachstum ist nach wie vor da. Ja, ihr seht's. Und genau, hier kommt eine fette Mall hin. Auch cool. Und da kommen wieder Hochhäuser. Jawohl, Freunde. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Und hier vorne würde ich einfach vorschlagen, machen wir mal ein Wahrzeichen hin. Bandagenblues, okay. Dann schon wieder die. Was ist denn mit euch? Warum? Boah, 4.900 Patienten, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ja, was machen wir da? Ah, hier oben, da können wir was hinmachen, glaube ich. Passt das? Nee, leider nicht. Ich will aber kein Hochhaus hier wegmachen. Das ist blöd. Das ist gerade richtig blöd. Streiken die noch? Oder haben wir das jetzt ausgesessen? Nee, die sind immer noch überfordert. Ja, blöd jetzt. Was machen wir denn da? Ich will kein Hochhaus dafür opfern. Ach, verdammt, Freunde. Ja, dann müssen wir eins opfern. Shit. Shit. Ja, gut, dann. Dann muss leider ein Hochhaus hier weichen. Es tut mir leid. Aber ihr habt scheinbar hier sehr viel zu tun mit den Ärzten. Und yo, zack. Da ist der Pendelverkehr nicht mehr lang. Genau, weil ihr jetzt ja genug Jobs habt hier. Das sind reiche Dienstleistungen. Sehr gut. Und ja, Freunde, ich glaube dann 7 plus 4 sind 11, 19, ja. Ich muss jetzt gucken, wie lange die Folge noch geht. Ich bin nämlich voll aus dem Konzept gekommen, wie gesagt. Aber hey, ist ja erstmal nicht weiter schlimm. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein Fünferfeld. So, und was ist hier mit euch wieder los? Krankenhausniveau hoch, gering, hoch, mittel, Verkehrsgeräusch. Ja, Verkehr. Ach komm, jetzt stellt euch nicht so an. Verkehr ist Geld bei euch, also wirklich. Die auch hier.
Bildung. Oh! Die Bildung ist kacke. Habe ich hier etwa eine weiterführende Schule vergessen? Nö, da ist sie doch. Anzahl der Schüler 900. Was ist hier? 2000, ja. Was machen wir denn da? Ich glaube, die braucht hier tatsächlich eine Bücherei. Kann ich mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber mach mal. Tschechisches Museum. Oder was seid ihr für ein Altersdurchschnitt? Altersdurchschnitt? Nö, eigentlich nicht. Wir brauchen eine städtische Hochschule hier. Okay, dann städtische Hochschule. Das tut zwar weh, finanzmäßig. Oder was? Ja, okay, alles klar. Was ist das hier? Aufgrund langer Pendelstrecke verlassen. Okay, dann reißen wir das mal ab. Das hier auch. Dann lassen wir da mal neue Leute hinkommen. Gut, alles klar. Also die ist voll. Okay, interessant. So, die ist also voll. Puh, die städtische Hochschule. Ja. Was ist denn hier schon wieder? Machen wir das auch mal weg. So. Ja, es werden ärmere Leute auch gesucht. Ja, da sind sie. Okay, sehr gut. Alles klar. Aber krass, ne, dass so viele Leute auf die Hochschule müssen. Wow. Das ist nicht übel. So, dann machen wir hier auch nochmal. Standortfaktoren sind hier eigentlich hervorragend für euch. Deswegen wundert mich, dass das hier da meckert. So, genau. Ui, was kommt denn da Schönes? Ah, das gleiche Gebäude doch wohl. Naja, gut, Freunde. Aber kriegen wir schon hin. Wir machen weitere Einwohner, würde ich vorschlagen. Einfach mal hier vorne hin. Sind die mit Wasser versorgt? Muss man nochmal gucken. Boah, ja, sind sie. Okay. Bushaltestelle U-Bahn. Kriegt dann natürlich beides, ganz klar. So, dann schön verbinden damit. Ach, guckt mal, wir haben noch gar nicht die U-Bahn verbunden. Beim letzten Mal. Ja, okay. Daran liegt es dann natürlich auch mit der langen Pendelstrecke, ne? So, aber ich würde vorschlagen, wir machen. Das geht gar nicht, okay. Schade. So, dann schauen wir doch mal, ob die jetzt auch hier ja, zufrieden bleiben, die Reichen. Weil die Reichen machen immer gerne mal Probleme. Und sowas hier will ich gar nicht sehen. Gut, Freunde, ich glaube aber, dass wir dann tatsächlich die Folge auch voll haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wenn es hier dann weitergeht, auf der anderen Flussseite sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.